Wie sind wir vorgegangen, als wir uns dem Thema Internet der Dinge genähert haben? Alle haben dazu eine Meinung. Die chinesischen Studierenden haben auch noch eine zweite Vorlesung gehört. Das heißt, man muss darüber nachdenken, wie weit diese Vorurteile eben funktionieren. Und wie habe ich das versucht zu machen? Ich habe den Standpunkt eingenommen, wir sind ein Unternehmen. Wir wollen uns optimieren, verbessern, rationalisieren. Und was macht das Unternehmen? Da benutze ich immer diese ältere Grafik, weil die eigentlich ganz schön das zeigt, wie die Realität ist. Wir sind hier oben, wir bewegen uns da, wo Menschen arbeiten, und jeder, der schon mal gearbeitet hat, weiß, es ist chaotisch. Es ist meistens nicht so, dass alle genau Bescheid wissen, sondern alle sind am Rätseln. Natürlich möchte man etwas erreichen, hat also irgendeine Logik dahinter, um was zu produzieren. Das ist eben diese Ebene hier, diese logische Ebene von der Quelle zur Senke. Alles wird in irgendeiner EDV verwaltet, und auch da wissen wir, das ist niemals einheitlich. Wir haben einen großen Zoo von Systemen. Sie wissen, heutzutage sind alle Unternehmen zertifiziert. Das heißt, die Unternehmen haben Standards, die sie einhalten müssen, weil das ihre Kunden wollen, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, weil sie selber sich optimieren wollen. Da habe ich jetzt mal ISO und Total Quality Management hingeschrieben. Da hätte man noch andere Sachen reinschreiben können. Und wir sehen eben, das ist nicht alles schön strukturiert, nicht alles schön sortiert, nicht schön alles organisiert. Das möchte man nicht. Das muss doch strukturierter gehen. Und was war der erste Schritt, den wir gemacht haben? Wir haben uns damit beschäftigt, wie man intern die Sache unter Kontrolle kriegen kann. Das Einfachste, was man machen kann, man führt ein Identifikationssystem ein. Das ist meistens der Barcode. Jetzt wissen wir ja, wir reden vom Internet der Dinge, und sofort kommt dann, oh, wir müssen Transponder nehmen. Dazu werden wir uns gleich nochmal mit unterhalten, ob es wirklich immer Transponder sein müssen. Aber die grundlegende Idee ist, dass sämtliche Arbeitsschritte abgesichert werden. Das heißt, bevor ein Arbeitsschritt gemacht wird, ein logischer Schritt gemacht wird, wird geguckt, was bist du für ein Objekt, was ist mein Auftrag. Das wird identifiziert, dann wird es in der EDV gebucht, und dann wird der Arbeitsschritt erst durchgeführt, also hier zum Beispiel im Palettenlager was eingelagert. Und das machen wir bei jedem einzelnen Schritt. Die IT weiß stets, wie weit der physische Prozess ist. Das heißt, Informationsfluss und Materialfluss laufen synchron. Sie wissen, das ist der klassische Logistikansatz. Informationsfluss und Materialfluss und läuft parallel. Und natürlich sollte es dann so gemacht werden, dass das, was wir tun, auch mit unseren formalisierten Prozessen auf dieser formalen Ebene übereinstimmt. Diese Ideen sind nicht neu, die sind Jahrzehnte alt. Jetzt sind wir aber nun einmal, wenn wir das erledigt haben, nicht alleine in der Welt, sondern wir haben eben auch Geschäftspartner. Wer hätte das gedacht? Das heißt, dass der Übergang, den auch die Logistik gemacht hat, von lokal, wir betrachten unser Unternehmen, wir betrachten unser Warehouse, wir betrachten unsere Produktion, hin zuerst zur Lieferkette und dann eben zum Supply Chain Management. Wenn ich also dann Materialien von meinen Geschäftspartnern kriege, das schlechtes Deutsch, bekomme, dann muss ich mich fragen, was ist das? Auch heute ist es eben oft noch so, da steht der Überraschungs-LKW vor der Tür und man muss erstmal rausfinden, was hast du denn mitgebracht? Ich habe das jetzt hier so gekennzeichnet, dass ich sage, gut, dieses Unternehmen, also unser Unternehmen, benutzt das gelbe ID-System. Unsere Lieferanten haben das orangenfarbene und die hier benutzen ein blaues. Und was passiert? Die haben natürlich ihre Ware versendet, haben da Etiketten drauf gemacht. Das kommt an bei uns. Leider haben die ein anderes System zum Einsatz gebracht, das hier blau markierte. Wir schicken auch unsere Ware raus, ein gelb markiertes. Was passiert dann? Wir verstehen uns nicht. Wir haben zwar jetzt uns physisch miteinander vernetzt, aber wir verstehen uns nicht. Also müssen wir auch das zusammenschalten. Das ist also der nächste Schritt. Der nächste Schritt heißt, wir müssen wegkommen von dem, jeder macht sein eigenes Ding in der Kette, hinzu, wir haben ein einheitliches System. Ich habe jetzt unten das auch umgeändert von EDV, alt, wie man das früher genannt hat, elektronische Datenverarbeitung, hin zu IT-Systeme. Und wie soll es zusammengeschaltet werden? Wir müssen also über unsere Schnittstellen
die Logik, die dahinter sitzt, müssen wir eben einen gemeinsamen Standard haben. Jetzt benutzen wir eben alle das gelbe System. Gut, da haben wir ja, sind wir eingegangen auf EAN, European Article Numbering, auch schon sehr alt, können in China hergestellt werden, kommt ein Barcode drauf und in Deutschland kann das gelesen werden. Gar kein Problem. Elektronisch Product Code, die Weiterentwicklung dann, wo man sich gesagt hat, ja, wir wollen auch noch mit Individuen arbeiten können, also eine Serialisierung machen können. Und wir erinnern uns dran, das war dann um 2000 MIT. Wir haben eine Entwicklung gemacht, mit der man das Internet der Dinge Realität werden lassen kann. Wenn wir das also jetzt von der Logik zusammen haben, habe ich oben hier eine neue Lücke produziert. Der Warenausgang und dann fährt das Material los. Es wird in China in Container gepackt, Container auf Schiff und ist unterwegs. Container wird in einem Containerhafen angelandet, dann ist der Container da. Und die Frage ist, wo ist unsere Ware? Da findet man mehrere Publikationen. Ich habe jetzt die rausgesucht, wo ich selber das redaktionell betreut habe, da im Softwareführer. Alle würden es gerne wissen. Wissen es aber nicht, man muss es verfolgen. Das ist dann eben Tracking und Tracing, eine der klassischen Anwendungen der Telematik. Telematik eben Systeme, die den Ort bestimmen. Auch das ist gelöst, kein Problem. Wir haben GPS, wir haben entsprechende Buchungen an Gefahrenübergängen. Dann haben wir jetzt schon wieder eine neue Technik. Jedes von den gelben Dingern ist irgendeine Technik auch erledigt. Dann sagt man sich, gut, das ist ja toll, dass ich jetzt weiß, wo die Ware ist, ich weiß, was es ist, ich habe das alles gekennzeichnet. Woher kriege ich denn die Information? Wir erinnern uns dran, immer wenn ich etwas kennzeichne, muss ich ja die begleitenden Informationen, was eben hinter der Codierung steckt, muss ich weiterreichen. Also ist die Frage, wie verbinden wir unsere EDV-Systeme? Und auch das ist schon seit Jahrzehnten gelöst. EDI, UN-Standard sogar. Wir können die IT-Systeme miteinander verbinden, auch erledigt. Jetzt haben wir also alles miteinander verbinden, nur unten in dieser formalen Ebene haben wir noch ein Problem. Wir müssen natürlich auch unsere Prozessbeschreibung, unsere formalen Dinge, unsere Art, wie wir über Prozesse reden, auch miteinander verbinden. Und da habe ich mich dann jetzt mal für Score entschieden. Man muss ja eine Entscheidung treffen, man hätte vielleicht was anderes machen können. Relevant ist eben, dass wir auch da eine gemeinsame Beschreibungssprache haben. Okay, also alles schön miteinander verbunden. Im Endeffekt haben wir jetzt alle Techniken schon seit Jahrzehnten da. Wir wollen das Internet der Dinge haben, also müssen wir uns fragen, wie die Daten bei uns reinkommen. Das ist nämlich ein durchaus schwieriges Thema. Und wenn man das mal ein bisschen weiter dehnt, muss man die Frage stellen, ja, wie kommen die Daten jetzt in unsere Systeme rein? Das läuft dann unter Edge Computing. Was steckt überhaupt drin in unserer EDV? Das ist ein durchaus komplexes Thema. Was heißt das also? Das Internet der Dinge ist ein Zusammenspiel von sehr vielen verschiedenen Techniken, von sehr vielen Methoden. Wir müssen über Software reden, über Protokolle reden. Sie sehen da überall die Pfeile. Jeder Pfeil heißt ja, da findet ein Austausch statt, irgendein Datenaustausch findet statt. Und das muss alles funktionieren und es darf eben keinen Fehler geben, weil die Idee ist ja, dass sich das selber organisiert, dann sind da eben keine Menschen mehr. Das kennen Sie auch. Tracking und Tracing ist nun kein Hexenwerk. Und was passiert? Sie bekommen etwas, Sie kriegen eine Rechnung und dann stellt man fest, da stimmt was nicht. Und dann wird es kompliziert, weil man meistens auf der anderen Seite nur noch EDV-Systeme hat, mit denen man kommunizieren kann.